Schönes Lego-Movie-Easter Egg. Hast du die Energiesignatur gefunden? Die scheinen hier ja nicht mal Elektrizität zu haben. Nun, werte Dame, ich versichere Ihnen, dass wir in der Tat die Macht der Elektrizität zu nutzen wissen. Sehen Sie da die örtliche Glühbirne. Verflixt! Haben Sie ihr das Sagen? Durchaus! Bürgermeister Huber zu Ihren Diensten. Haben Sie hier irgendwas Seltsames gesehen? Nun... ich sehe eine Dame, die Hosen trägt. Wir werden uns einfach umsehen. Danke. Oh, viel Spaß in unserer Stadt. Leider ist sie gerade ein wenig überfüllt. Und damit willkommen zurück bei Let's Play Lego Dimensions. Sieht nicht aus, als kämmt ihr aus der Gegend. Nicht im geringsten. Ganz bestimmt nicht. Wenn ihr euch diesen guten Leuten beweisen könnt, werden sie euch vielleicht akzeptieren. Ich muss mich jetzt um Stinky Lomix kümmern. Wenn wir tun, was der Marshall vorschlägt und den Leuten helfen, erhalten wir vielleicht ein paar. Mein Name ist Joe, Joe Stadler. Man nennt mich auch unehrlicher Joe. Ich möchte ein rechtschaffender Unternehmer werden und brauche einen Imagewechsel. Ich hatte an ehrlicher Joe gedacht. Würdet ihr Fremde mir dabei helfen, mein Schild fertigzustellen? Ich brauche noch ein Foto von mir, aber der Fotograf sieht sich lieber das Geschehen auf der Hauptstraße an. Gut. Also wir sollen den Bewohnern helfen. Dann machen wir das doch gleich mal. Aber ich fürchte, dass das etwas kuriose Aufgaben werden. Schauen wir erstmal mit Batman diesen Container hier an. Wobei das wohl eher was für Wildstyle sein wird. Und ich glaube, das hat sogar schon mit dem ersten Auftrag zu tun. Ja. Wenn der Fotograf nicht da ist, dann schießen wir eben selbst ein Foto. Aber du musst schon gucken. Ich glaube, ich habe geblinzelt und außerdem habe ich etwas zwischen den Zähnen. Das wird ein schreckliches Bild. Trotzdem vielen Dank. Hättest du mal vorher Zahnseide benutzt? Nicht mein Problem. Huch. Wer schreit denn da um Hilfe? Übrigens, ich glaube, wir befinden uns in der Welt von Zurück in die Zukunft. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Oh, man kann die Hühner schlagen. Vielleicht sind wir aber auch in The Legend of Zelda. Wir werden es gleich rausfinden. Kommt drauf an, ob uns die Hühner umbringen oder nicht. Das macht Spaß. Trotzdem lasse ich es lieber bleiben. Könntet ihr mir helfen? Ich habe da ein kleines Problem. Der Zug sitzt im Bahnhof fest und kann seine Fahrt nicht fortsetzen. Könntet ihr mir vielleicht dabei helfen, die Gleise zu reparieren? Hier sollte genug Material herumliegen. Okay. Gandalf. Nutze deinen Zauberstab. Um Sachen zu zerstören. Okay. Dann machen wir einfach mal alles kaputt, ja? Wenn das da hinten schon so glitzert, dann schreit das schon geradezu um. Bitte schlag mich kaputt! Jetzt werden die Sachen zusammengesetzt. Und das sollte es dann auch schon gewesen sein. Überfahr mich nicht. Überfahr mich nicht! Ein Schweinchen! Aber wir können uns leider nicht reiten. Dafür aber jagen. Ich tue einfach mal so, als hätte ich diesen unheimlichen Hokuspokus nicht gesehen. Schließlich habt ihr etwas Gutes getan. Vielen Dank. Absolut, ja.
Aber ich fürchte, da hinten braucht noch jemand Hilfe. Hilfe, hallo. Kann mir bitte mal jemand helfen? Nein. Ich, eklig. So ein Missgeschick sollte wirklich niemandem widerfahren. Dem helfe ich nicht. Zeit für unkonventionelle Methoden. Nein, ich will nicht in Scheiße springen. Das musste ich bereits in Lego Jurassic World das ein oder andere Mal. Was ist denn das? Der Positionsschlüsselstein kann verwendet werden, um verlorene Gegenstände aus anderen Dimensionen zu finden. Aha. Entdecke den verborgenen Tunnel und drück dann immer wieder den Kreis, um ihn zu öffnen. Ein verborgener Tunnel. Gut, wo bist du, verborgener Tunnel? Ich suche dich. Sehe dich jedoch nicht. Ja, wie sieht das denn aus? Oh! Hier! Urplötzlich aufgetaucht. Okay. Was zum... Nice! Ich muss gar nicht selbst in die Kacke springen, sondern ich benutze den Kran und ziehe ihn einfach raus. Ganz sanft und sauber. Wenn es denn mit der Steuerung vereinbar wäre. Jetzt. Ich glaube, das hat geklappt. Ich will gar nicht wissen, wie das passiert ist. Ja, allerdings. Hey, ihr Hühner! Bam! Nun gut, wir gehen. Moment, irgendjemand braucht anscheinend noch Hilfe. Jedenfalls vernehme ich Hilferufe. Nö, passt schon. Okay, tschüss. Noch ein Tunnel? Ein Strom? Nein, ein DeLorean. Oh, nun denn, wer ist das? Grundgütiger! Gandalf, schön euch zu treffen, Grund. Was? Wann bin ich? Wann sind Sie? Geht es Ihnen gut? Sie sind in Hill Valley. Oh nein, nein, nein! Wie grauenhaft! Ich weiß nicht, ich finde die Stadt ganz hübsch. Das könnte das Raumzeitkontinuum vernichten. Ich gehöre nicht hierher. Nicht jetzt! Schnell, ihr müsst mir mit dem Auto helfen! Okay, Professor Eich. Ich habe den zumindest immer als Professor Eich wahrgenommen. Ja. Das ist jetzt so der erste bekannte Charakter aus Zurück in die Zukunft, oder? Na, wobei... Der Bürgermeister kam mir auch bekannt vor. Das ist so lange her, als ich zuletzt diese Filme gesehen habe. Und eigentlich ist auch nur der erste richtig gut. Finde ich jetzt. Wobei ich glaube, dass das tatsächlich auch so bestätigt ist von den Kritikern und auf IMDb. Auf IMDb hat der erste auf jeden Fall 8,5 als Wertung. Und der Rest... Oh, schon wieder dieser komische Glitch mit Gandalf. Dass wenn er zaubert, dass er zurückgedrängt wird. Ganz seltsam. Das tritt manchmal auf. Weiß der Geier warum. Werte Dame, Sie ruinieren den guten Ruf aller Magier. Könnten Sie Ihre Bosheit vielleicht ein wenig zurücknehmen? Tolle Säge. Ich finde es ganz nett, dass hier überall so kleine Tiere herumschwirren. Mäuse und kleine Nagetiere habe ich schon gesehen. Und Gollum. Ja, den habe ich für diesen Part auch eingeladen. Genauso wie die Witch. Aus Zauberer von Oz. Weil er hatte ja gemeint, ich soll auch mal wieder
andere Charaktere spielen und in Lego DC Comics habe ich damit begonnen. Wunderbar! Ich wusste, es würde irgendwann funktionieren. Danke, ich gehe jetzt zur Mine. Nehmt euch vor Mad Dog Tennen in Acht. Wenn meine Informationen zur Geschichte von Hill Valley stimmen, eilt ihm sein Ruf voraus. Vielleicht ist das der verrückte Hund, den der Doc erwähnte. Er ist in Menschengestalt unterwegs. Ist er ein Gestaltwandler? Ich glaube, Mad Dog ist nur ein Name. Niemand nennt mich Mad Dog! Schon gar nicht so eine rausgeputzte, milchgesichtige Mistfliege! Hilfe! Hallo! Immer das ist. Er ist die Quelle der Energiesignatur. Ja, ich kann es fühlen. Dieses Universum ist nicht groß genug für uns vier. Warum haust du da nicht ab? Weil ich hier was zu erledigen habe, Fremder. Und ich glaube, ihr möchtet euch darin einmischen. Na, dann versucht doch mal, uns daran zu hindern. Batman, du weißt schon, dass du keine Knarre hast, oder? Achtung! Oh, meine Güte! Katschok! Bumm! Bewegung! Mächtige Magie sein. Hexerei der höchsten Klasse. Ja, also jetzt wird's wirklich witzig und kompliziert. Kommen da plötzlich Dinge aus anderen Franchises dahergeschossen, ja, inklusive Homer. Aber was mich am meisten wundert ist, dass sich Lord Vortec jetzt schon die Ehre gibt und gegen uns kämpft. Eigentlich müssen wir ihn nur bezwingen. Dann ist das Unheil doch wohl verhindert, oder nicht? Schließlich ist er der Hauptbösewicht. Und wenn er bezwungen ist, dann sollte es ein leichtes sein, das Gleichgewicht zwischen den Dimensionen wiederherzustellen. Seine Pläne wären zerstört. Ja, stimmt, stimmt. Alle seine Lakaien haben ja schon versagt, ne? Im letzten Part erst Sauron. Da bleibt ihm gar nichts anderes mehr übrig, als selbst aufzutauchen. Oh, sieh mal an. Wir müssen wieder das Farbrätselspielchen spielen. Ah ja, stimmt, ich sehe es, ich sehe es. Wildstyle. Guck mal bitte. Da oben ist nämlich was für den Batman. Zieh es runter, Bro. Das ist dann wohl gelb. Und die letzte fehlende Farbe ist ganz dezent versteckt hier in dem Container. Oder? Nur Charaktere wie der komische Clown, die Gefahren beseitigen können, können Schleimpfützen entfernen. Er kann Gefahren beseitigen? Okay. Wenn ich ihn jetzt ins Spiel holen würde... Sie ruinieren den guten Ruf aller Magier. Könnten Sie Ihre Bosheit vielleicht ein wenig zurücknehmen? Wenn ich ihn ins Spiel holen würde, würde er dann dafür sorgen, dass Lord Vortec verschwindet? Weil ich meine, er kann ja Gefahren beseitigen, nicht wahr? Wenn das nicht geht, ist das Betrug! Hallo? Okay, ich habe jetzt keinen Ton vernommen, aber ich hoffe, das Spiel hat gecheckt, dass ich den Gandalf da auf die linke Seite gestellt habe. Moment mal. Wir brauchen grün? Wie geht das denn? Indem man sich... Hä? Sollen wir jetzt Farben mischen oder was?
What the hell? Batman? Geh mal auf die Blau. So, dann stelle ich beide mal rüber. Ja, wir sollen Farben mischen. Okay. Aber das finde ich gut. Das bringt schöne Innovationen in dieses Farbrätselgedöns rein. Nur allzu schwer sollte es nicht werden, denn ich bin schon lange aus dem Kindergarten raus und weiß daher nicht alle Mischfarben. Ach, sieh mal an, die Hexe hat auch diese Zauberkräfte wie Gandalf. Also wir können optional auch die Hexe nutzen für Gandalf, oder was? Lel, Gandalf, dein Vertrag ist aufgelöst. Tschüss. Wir zwei sollten zusammenarbeiten. Oder auch nicht, denn die Hexe findet, wir sollten zusammenarbeiten. Na gut, dann machen wir das. Batmobil. Und ay caramba. Boah, nerv nicht, du Lackaffe. Der kann auch alles herzaubern, was er will, oder? Was ist das denn überhaupt? Das Flugzeug aus Lost? Ah, Gegner! Oh, wow. Im Angriff ist die Hexe auch relativ gut. Alter Schwede. Ich glaube, die nehme ich jetzt jedes Mal. Die ist eine enorme Verstärkung für unser Team. Das stimmt, ja. Ich war sehr beeindruckt. Ich muss hier allerdings gerade ein paar Sachen runterstellen. Wird nämlich zu voll hier. Okay. Was ist das? Oh, ein Raketenwerfer. Ich weiß nicht genau, worauf ich schießen soll, aber ich baller einfach mal überall hin. Geil! Wer zum Geier hat das Ding gebaut? Ich hab echt keinen Plan, was man damit macht. Hexe! Ah, da bist du. Drück Viereck, um auf silberne Lego-Gegenstände zu feuern und sie so zu zerstören. Achso, ja, warte, das habe ich ja gerade gemacht. Nur nicht auf die vor mir. Wahrscheinlich ist da ein Bonusgegenstand oder sowas. Nee, doch nicht? Schade. Ich habe jetzt tatsächlich was Schönes erwartet, aber dann halt nicht. Warum wurde denn die Hexe da angezeigt? Da drauf schießen kann doch jeder. Naja, egal. Ich denke auch. Gollum, das darfst du jetzt machen. Check die einzelnen Portale aus. Ja, vielleicht sollten wir auch Gollum aktivieren. Also, ernsthaft. So, jetzt. Wo springt der Spinner hin? Okay, er düst ab, aber bevor ich ihm folge, will ich nochmal kurz auf Blau gehen. Auf Blau! Ja. Er ist durch ein gelbes Portal gesprungen, aber kommt bei Blau raus. Logisch, ne? Denk mal, hier gibt's irgendwas. Aber vermutlich erst, wenn man einen bestimmten Charakter hat. Oh yeah. Ich dachte, man kann da hin. Aber man kann da nicht hin. Da stirbt man. Lel. Nun gut, dann folge ich halt dem Idioten.